wisse, weil anscheinend ein Event ist. Ja, wir haben das Halloween-Event aktuell. Und da... Deswegen... Ja. Aber ich krieg kalte Füße, das ist ekelhaft. Es stirbt, wo ist er? Nein! Oh, fuck off. Schuhe an. Hab ich keine. Hausschuhe? Nein, besetze ich nicht. Hast du nicht, mit dem. Ich besetze keine. Hast du Hausschuhe an? Ja, ich habe Hausschuhe an. Oh, süß. Sag Markus, hast Hausschuhe an? Warum süß? Weil viele tragen Hausschuhe. Hä? Warum süß? Weil viele tragen Hausschuhe. Schießdreck, braucht doch kein Mensch. Mensch. Auch ältere wie die, wie dich. Ja, aber Hausschuhe. Das habe ich so bald wie möglich abgelehnt. Jawoll, war nur getötet, KOTV. Fuck hat das Elendige. Nein. Oh Gott sei Dank, muss ich schon oben. Hoch. Ach du Scheiße. Da kommt jetzt echt hoch. Oh, nein, das ist ganz ungünstig, ist die immer gerade. Oh, oh. Das ist nix, das taugt nix. Oh, fuck. Stirb! Jawohl. Noch ein 100er. Oh, jetzt lege ich los. Was ist jetzt los, Baby? Kann nur an mir liegen. Ja, kann wirklich sein, dass du dran schuld bist. Weil aber im positiven Sinne schuld bist. Mhm. Ja, wir verlieren aber die Base, das ist kacke, wenn ich hier rumstehe nur. Wo ist denn der A-Punkt? Hinter dir. Weiß nicht. Weiß nicht, wo du bist. Hast du einen Top oder so? Oder bist du ein Top? Ja, da wo Sven auch drin ist. Ja. Nein, nicht! Nein! Oh. Ist der? Odif Alarm. Gibt's nicht bei mir. Odif, doch, der heißt so, der Druck. Ja, aber bei mir gibt's nicht. Wenn Team ist, dann wird nix. Nein, nicht Team, das ist öffentlicher. Ja, trotzdem mit Team hat er gar nicht. Nö, anscheinend nicht. Blendet sein, also bitte, Junge. Ne, bei mir gibt's keine Odif. Doch. Heißt Odif Alarm. Boah, ich schreibe jetzt mal Sven an, dass er mal kommen soll, weil ja, nervt mich sowas. Was? Wir sagen ungefähr 9 und dann kommt er nicht. Und dann weckt er das selber. Deswegen habe ich jetzt nicht angeschrieben. Jo, dann machen wir hier mal einen kurzen Cut. Bis gleich, Leute. Tschö. Jo, das sind wir wieder bei Blended Side 2 mit Sven und Markus. Servus. Zusammen fahren wir jetzt eine Runde. Hellele. Genau. Um jagen Kürbisse, weil anscheinend ein Event ist. Ja, wir haben das Halloween-Event aktuell. Und da kriegt ihr eben wieder alle möglichen Masken, wo ihr dann XP-Bonus von 10 bis 20% habt, je nachdem, was ihr für Masken habt. Standardmäßig hat jeder von euch in seinem Inventar den Kürbiskopf. Mit dem bekommt ihr 10% Bonus XP, wenn ihr den ausrüstet. Das seht ihr jetzt gerade auch, den hat Futur auf. Beziehungsweise ihr seht es nicht, sondern bei mir wird man es gerade sehen, weil ich in der Außenansicht bin. Genau. Da gibt es 10% mehr XP, dann gibt es welche mit 15 und welche mit 20, wie gesagt. Und zwar stehen jetzt auf allen Kontinenten Kürbisse rum. Die muss man eben abschießen, um einerseits Certs zu bekommen, wegen den Achievements, andererseits galaktische Kürbiskerne zu kriegen. Und ja. Genau. Wir fahren hier einfach mal rum, wir müssen Kürbisse suchen. Gibt's da wieder die Map wie bei den Schneemännern? Ja, aber die Maps bringen dir wenig. Also es gibt bestimmte Routen, die sind ziemlich gut und die Seite, wo wir aktuell haben, ist die beschissenste von allen drei. So viel kann man schon mal sagen. Wir haben aktuell die Seite, wo es die wenigsten Kürbisse gibt. Wieso? Achso, meinst du von allgemein? Oh, da ist ein Harry gewesen. What the fuck, Alter? Ich glaube, die jagen Kürbisse. Oh, da ist er rechts. Gegner. Ja, ich hab's gesehen. Aber wo? Der ist nicht mehr der da. Ist tot. Doch, da. Oh, doch, da ist er. Ein Spion. Achso, ich hab mal einen Spion, ich hab mal einen Kürbis. Aua! Nee, einen Kürbis nicht. Da beschießt mich einer. Ich weiß gerade voll auf die gegnerische Base, ne?
weiß. Ja, Lock-ons. Oh. Nitro. Sauber. Bullig. Ich sehe keinen Kürbis. Warum habe ich eigentlich Schwere nehmen müssen? Weil du einen Raketenwerfer hast. Achso. Tatsache. Geh mal weg hier oben. Klingt gut. Fahr mal unter der Brücke. Unter der Brücke sind meistens Kürbisse, weil irgendwas Schneemänner. Nee, unter der Brücke sind die Kürbisse erst selten. Die stehen immer am Anfang und am Ende von denen. Aber hier sehe ich aktuell nichts. Wenn wir den ersten Namen schauen wir mal, dass der Foto direkt in die Kamera bekommt. Da rechts am Berg sind oft welche. Wenn du jetzt da die Einfahrt rechts hochfährst und dann ein Stückchen neben der Straße rechts fährst. Mann, vielleicht finde ich sogar einen. Ich habe eigentlich ein Auge für sowas. Nicht nie auf den Straßen fahren. Wenn du auf den Straßen fährst, findest du fast nichts, weil die stehen immer irgendwo auf den Eisflächen oder so. Auf der Straße sieht es ja auch jeder. Wenn ja, und vor allem, die fahren dann halt echt jeder weg, genau. Das ist das Nächste. Und wir können ja auch ein bisschen immer wieder in die Kriegsgebiete reinfahren, weil, Puto, du könntest ja eigentlich mal die Anweisungen verfolgen, damit man links sieht, was man machen muss. Mache ich. Guckst du random? Was? Random? Also, ringsrum halt. Mache ich hier die ganze Zeit. Ja. Weil ich will die Kürbisse haben. Naja, ich will auch Kürbisse. Event. Übersicht, was machen wir denn jetzt gerade? Events. Okay, hier scheint es schon mal scheiße zu sein, gerade eben. Leder. Dann fahren wir dahin. Weltallkürbis zerschmettern. Oh, eingehende Operation. Wenn wir Glück haben und die auf Esamir ist, dann spawnen hier mehr Kürbisse, haben wir so das Gefühl. Also, das ist nicht bestätigt, aber so die ganzen Leute, die regelmäßig farmen, sind der Meinung, sobald Alarm losgeht, wir wissen nicht, ob es am Alarm liegt oder an der Bevölkerung, spawnen mehr Kürbisse. Das da steht einer. Da, Magnus, fahr mal hin. Und dann lass mal aussteigen, damit Futter sieht. Jetzt aussteigen. Wo? Aussteigen. Hier. Das ist ein Kürbis. Jetzt aber wieder einsteigen, damit wir ihn alle kriegen. Ja, das sieht aus wie ein Kürbis. Ist ein Kürbis. Ist nur ein bisschen grün. Ja, Markus. Fahr mal ein Stück vor. Fahr mal ein Stück vor. Hab ich das bekommen? Ja, ihr habt das jetzt alle gekriegt. Juhu, so. Weltall-Kürbis. Weiter geht's. Passt. Davon spawnen eben diese normalen Kürbisse, spawnen regelmäßig irgendwo, also die findet man schon, je nachdem wie viel Glück man gerade hat, so zwischen einem und, sag mal, 12 in der Minute. Je nachdem wie viel man Glück hat, man kann auch richtig gut XP machen mit denen, gerade auch durch den XP-Bonus mit den Masken. Oh. Ja, da vorne. Ja, dann versuchen wir still zu halten. Darf ich drauf schießen? Ich will mal Raketen werfen, ich will auch XP. Du kriegst ja auch XP. Du kriegst nur Kürbisse gezählt. Ja, du kriegst nur die Kürbisse gezählt. 3 Kills, 3 Tote. Also Mann, ich bin sogar mal positiv, mal mit 1. Den nächsten will ich töten. Da kann man ja drüber reden. Kann auch gern mal fahren. Jawohl. Dann kurz mal in die Gun. Dann hab ich dann endlich wieder muss die Augen offen halten, ne? Geh am besten in die T-Ansicht. Kannst dich besser umgucken. Tja. Ich guck mich auch um, weil ich fahr auch Tee und dann gehen wir die schon. Was verfolgt uns da? Ich hoffe mal nix. Bin gerade Berg runtergesprungen. Ich schieß mit der Kartätsche oder so irgendwas. Ah, ist ein neues Luftkampf. Kalter Krieg Esamir. Na, haben wir heute mal Glück. Ja, da könnte man gut jetzt absahnen. Hier ist alles so nebelig. Ja, das ist halt Esamir. Ja. Sieht wieder leer aus. Aber zweimal gefunden, das ist nicht ganz so schlecht. Ja, du brauchst für Stufe 3, also ich bin gerade Stufe 3. Oh, da ist einer. Und da habe ich, warte, Markus, schießt einmal drauf. Ich will schießen. So, und jetzt Futur. Ah. Mach weg. Oh echt Mann, jetzt? Ohne Scheiß. Ja, jetzt. Ich nehme einen Raketenwerfer. Ohne Scheiß jetzt. Ohne echt Scheiß. Jetzt? Schieß doch bitte einfach. Juhu, okay, hab ich's gehört. Oh, ich habe keine Punkte bekommen. Nee, aber ihr kriegt's angerechnet. Du kriegst also ich habe als Fahrer einen Assist bekommen. Der wo hinten drin sitzt, kriegt gar nichts. Nee. Der, wo Fahrer ist, kriegt Assist. Und der, wo, also... Alles klar. Der, wo er schießt, kriegt Punkte. Der, wo er schießt, kriegt die Kerne. Der Fahrer kriegt einen Assist. Und der, wo schießt, kriegt einen Kill.
Was sind Kürbiskernlatte? Kürb